Hallo, mein Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Eigentlich wollte ich mich heute früh noch schminken, um den Vlog zu starten, weil meine Küche sollte heute geliefert werden, wurde gerade geliefert. Eigentlich wollte ich mich noch ein bisschen hübsch machen für euch, habe es aber nicht mehr geschafft wegen der Arbeit, und die Küche sollte eigentlich zwischen 12 und 18 Uhr geliefert werden. Jetzt war 12:30 Uhr, die haben sie geliefert. Und eigentlich hat der Typ gesagt, sie hätten auch 3 Stunden früher noch liefern können. Wäre jetzt egal gewesen, weil ich sie eh noch nicht aufbauen kann, weil ich noch arbeiten muss. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie meine Küche vor der Tür steht. Und ich warte jetzt auf meinen Papa und meinen Bruder, dass wir die reintragen können mit der Sackkarre. So, da seht ihr meine Küche. Ja. So, wir haben es geschafft. Die Küche ist jetzt im Flur. Ja, sind ein paar hohe Schränke, oder ich glaube, das eine ist die Arbeitsplatte, hier stehen die Elektrogeräte. Hier steht noch ein bisschen was, die Spüle. Das ist jetzt nicht spektakulär, ne? Ja, meine Freundin kommt dann gleich nach Feierabend und dann bauen wir schon mal ein paar Schränke auf. Und dann morgen kommt mein Onkel mit meinem Papa zum Aufbau. Genau, hier steht noch der Thermomix, das Drehgeschirr. Das ist alles leer und wartet darauf, bestückt zu werden. Meine Freundin und ich haben gestern schon einiges geleistet, ja, nur zu zweit. Und zwar, ja, ihr seht, den Schrank, den Schrank, den Schrank und den Schrank haben wir zusammen aufgebaut. Und alleine für diesen Eckschrank hier haben wir 2,5 Stunden gebraucht. Einmal, um diese Anleitungen zu verstehen, das ist halt kein Ikea, ne? Also das ist, dafür muss man gefühlt studiert haben. Haben wir. Aber auch dieser Eckschrank war in der Beschreibung, also den könnte man auf beide Seiten bauen, ne? Also dass einmal hier die Schublade auf der anderen Seite ist und die Ecke halt um die andere Seite geht. Ihr wisst, was ich meine. Aber in der Beschreibung waren nicht beide Versionen eingezeichnet. Das heißt, man musste ein bisschen mitdenken. Aber manchmal war es dann doch eingezeichnet, manchmal nicht. Und ja, man musste sehr viel mitdenken. Und genau da, also dafür haben wir am längsten gebraucht. Da war ich gestern noch ein bisschen verzweifelt und dachte, okay, 2,5 Stunden für den einen Schrank, wir werden nichts mehr schaffen an dem einen Abend. Aber ja, gerade die Spürchen. Oh, Entschuldigung. Oh, ich bin gerade aus aufgestanden und muss jetzt gleich zur Wohnungsübergabe, zur Mülldeponie, weil hier so viele Kartons angefallen sind schon gestern allein von der Küche. Und zu Bauhaus, wir brauchen nämlich Schrauben und Dübel für die Hängeschränke. Die sind noch nicht aufgebaut. Da steht ein Hängeschrank. Ja, aber ich bin schon sehr zufrieden. Hier seht ihr schon mal die Arbeitsplatte. Und ja, das ist der Spülenschrank. Ja. Bin sehr gespannt, ob wir es heute dann schaffen mit meinem Papa und meinem Onkel. Es ist Sonntag und wir sind gestern nicht fertig geworden. Wir, ja gut, man sieht es jetzt nicht so ganz, aber ja. Wir haben gestern die ganzen Hängeschränke aufgehangen, die Dunstabzugshaube, das Blaue ist nur Folie, das kommt dann noch ab. Genau, die Platte ist auch noch nicht fest. Der Herd ist noch nicht angeschlossen. Und hier seht ihr, das ist eingezeichnet, wo das Ceranfeld rein soll. Das muss nur ausgeschnitten werden. Gestern ist nämlich die Maschine kaputt gegangen. Heute muss mein Onkel seine Maschine mitbringen, weil die ist von meinem Papa gewesen. Genau, also das muss dann noch ausgeschnitten werden. Dann fehlt hier noch die Front von der Spülmaschine. Genau, so sieht die aus. Und die Spüle muss auch noch ausgeschnitten werden, hier in der Arbeitsplatte. Genau, hier seht ihr das Ceranfeld. Ja, also noch ein paar Sachen, da müssen die ganzen Türen noch justiert werden. Achso, und der Apothekerschrank fehlt komplett noch. Den müssen wir noch aufbauen. Da hänge ich mein Loch für den Apothekerschrank, genau. Ja, und was ich finde ja hier diesen Kühlschrank viel zu wuchtig hier irgendwie drin, so wenn man reinkommt. Wir versuchen den dann, wenn alles fertig ist, hier gegen die Wand zu stellen. Ihr seht aber hier so eine kleine, so ein kleiner, keine Ahnung, was das ist, so ein kleiner Kamin, Sims, was auch immer, Schlauch. Und dann wird es halt hinten hier so einen Abstand geben zur Platte, und dann wird sich da irgendein Dreck sammeln. Und wenn er was reinfällt, kriegt es nie wieder raus, im Nirvana verschollen. Jetzt haben wir uns gestern überlegt, dass wir uns ein Stück von der Arbeitsplatte, das wir da rausschneiden, passend hier drauf zuschneiden, ne? Dass ich dann hinten noch, keine Ahnung, so ein Brettchen hätte für ein
Gießkanne oder so zu verstauen, hinterm Kühlschrank. Und den Kühlschrank da dran stellen und dann, ja, hätte ich den, wäre der Kühlschrank mit eben in der Küche drin. Weil, ja, ich finde, er ist hier viel zu wuchtig, wenn man reinkommt. Meine Idee ist dann, hier so ein Regal zu kaufen mit mehreren Etagen und dann halt da so Elektrogeräte reinzustellen, wie eine Mikrowelle, jetzt habe ich noch einen Toaster und keine Ahnung, sowas, ne? Das kann man dann da gut hinstellen und hinter die Tür kommen dann die ganzen Mülltonnen. Ja, das ist so mein Plan, den ich jetzt so im Kopf habe. Aber mal sehen, wie es dann am Ende sein wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Es ist Montag, ein neuer Wochenstart und die Küche ist noch nicht fertig. Oh, es gibt irgendwie Probleme. Ja, ich kann das schon mal kurz erläutern. Einmal habe ich jetzt hier gestern den Apothekerschrank aufgebaut. Wirklich ein tolles Teil, passt sehr viel rein. Nur das seht ihr jetzt nicht beim Reinschieben. Der Schubladen hat es unten ein bisschen abgestanden, obwohl alles ordentlich verbaut ist. Keine Ahnung, da mein Onkel und mein Vater kommen später nochmal. Um sich dem Problem nochmal anzugehen, dann, ja, hier muss noch Silikon um das Ceranfeld gemacht werden. Ansonsten, ich weiß nicht, ob es mir auffällt, aber das Ceranfeld ist also bewusst falsch herum reingebaut worden, weil das Kabel, also da ist ein langes Kabel an dem Ceranfeld, was in den Backofen angeschlossen werden muss. Die Stecker für die Verbindung vom Backofen waren hier unten und das Kabel war hinten im Ceranfeld, wenn es richtig herum wäre. Und die Kabel waren zu kurz. Das heißt, die Lösung wäre gewesen, ich weiß nicht, das Ceranfeld weiter vorne, also die Platte weiter vorne auszuschneiden, aber es waren wirklich so ein Stück gefühlt, hat gefehlt von dem Kabel zum Backofen, zu der Verbindung. Deswegen ist das Kabel jetzt auf der Seite und das Ceranfeld auf der anderen, also falsch herum. Das heißt, wenn ich hier unten, sagen wir mal hier oben, anschalte, ne, also das ist oben links, geht die Platte hier unten an. Ja, ist jetzt nicht perfekt gelaufen. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal neues Kabel oder Verlängerungskabel dran machen können. Aber ja, ich gucke gleich nochmal im Baumhaus, ob es sowas gibt. Aber das ist, ansonsten muss ich ein bisschen logisch denken und irgendwann hat man es drin. Aber ja, das ist Punkt Nummer 1. Dann hängt hier schon die Dunstabzugshaube. Da habe ich schon so einen Edelstahlreiniger gekauft. Aber wir haben das schon aufgehangen, bevor wir die Folie abgenommen haben. Und dann hinten ist auch noch die Folie. Das heißt, einmal die Folie noch komplett abmachen. Dann die Arbeitsplatte ist auch noch nicht fest, ne, zusammen. Hier seht ihr noch eine Lücke. Also die sind noch nicht zusammengeschraubt. Spüle ist drin. Wasser läuft aber noch nicht. Spülmaschine ist auch noch nicht angeschlossen. Das passiert alles heute. Und ich wollte ja versuchen, den Kühlschrank daran zu stellen. Hoffentlich wird heute alles fertig. Mein dreckiges Geschirr stapelt sich seit 4 Tagen und ich hoffe, dass es endlich dann gewaschen werden kann und die Küche fertig ist. Und dann gebe ich euch natürlich noch einen Endrundgang und ich habe auch noch ein paar Gadgets gekauft, weil die ist ja schon sehr klein, um halt so viel Platz aus der Küche rauszuholen, wie es geht. Das zeige ich euch natürlich und gebe euch natürlich noch meine Meinung zu der Respekta-Küche, die ich bei Lidl gekauft habe, ab. Schaut mal, meine neue Fußmatte ist heute angekommen. Genau, die habe ich bei Amazon bestellt und musste jetzt noch 12 Euro Zoll nachbezahlen aus China. Warum auch immer, egal, sie ist da und ich finde sie wirklich wunderschön. Genau, die lege ich jetzt einfach vor die Haustür, damit jeder weiß, dass hier ein Disney-Fan drin wohnt. Und noch was ist sozusagen fertig, die Küche. Ja, endlich ist sie fertig geworden, gestern sozusagen. Ja, sie ist noch nicht fertig eingeräumt. Es fehlen auch noch ein paar Gadgets, die ich euch erzählt habe. Hier zum Beispiel. Hier möchte ich noch ein Regal haben. Das habe ich euch alles schon erzählt. Deswegen stehen da gerade noch so viele Elektrogeräte. Das soll hier natürlich alles nicht so stehen bleiben. Und ja, ansonsten, wie gesagt, steht die Küche. Hier, das ist noch ein Problem. Da kommt meine Freundin irgendwann die Tage, um herauszufinden, dass wir das herausfinden, was das Problem an diesem
Schrank ist, dass der unten nicht schließt. Zusammengebaut ist er richtig. Mein Vater und mein Onkel haben die Lösung nicht gefunden. Ja, aber ansonsten funktioniert alles. Wie gesagt, der Herd, das Ceranfeld bleibt jetzt so mit dem Falsch herum. Das habe ich auch schon erwähnt. Dann will ich heute noch die Arbeitsplatte einölen und die ganzen Edelstahlsachen mit hier sowas sozusagen schützen, damit sowas wieder oben nicht entsteht, so Fingerabdrücke. Das finde ich ja richtig hässlich und das soll echt gut dabei helfen. Genau, das mache ich heute. Ich muss jetzt aber erst noch mein Hello Fresh-Frisch-Gericht kochen. Das ist noch von letzter Woche und ich bekomme schon morgen meine neue Box, also es wird Zeit. Und da oben ist noch ein Römertopf, den habe ich mir bestellt, aber noch nicht benutzt. Ich wollte irgendwo mal Brot backen. Da kann ich euch gerne mitnehmen, weil ihr fandet das Rezept mit dem Maultaschenauflauf super lecker und praktisch. Also ihr habt mir voll viel an mir geschrieben bei Instagram und könnt ihr gerne unten kommentieren, ob ihr mehr schnelle, einfache Gerichte wollt oder auch jetzt dann Backvideos. Genau, kommentiert mal unten. Hier seht ihr meine Popcorn-Eimer. Das waren alles Popcorn-Eimer aus dem Kino. Genau, mit verschiedenen Pflanzen. Ich werde die Pflanzen wahrscheinlich irgendwann nochmal austauschen, weil so komplett drei verschiedene Pflanzenarten gefallen mir jetzt hier nicht so, aber das waren, also die Pflanzen waren auch vorher schon in diesen Disney-Töpfen. Also die haben noch einen eigenen Topf, weil die, glaube ich, nicht komplett wasserdicht sind, die Popcorn-Eimer. Aber ich würde die Popcorn-Eimer schon gerne hier stehen lassen. Na, wahrscheinlich werde ich vielleicht die Pflanzen mal austauschen. Genau. Aber ich gebe euch noch irgendwann eine komplette Meinung ab zur Küche. Zeige euch, was jetzt nicht so top gelaufen ist. Jetzt kam der heiße Dampf raus. Deswegen ist jetzt die Linse beschlagen. Ja, also ich werde euch noch komplett meine Meinung hier zur Küche geben. Aber ich werde jetzt mal kochen. Und euch dann in den nächsten Tagen noch das Endergebnis mit Regal zeigen. Und dann das da. Und was ich hier drin noch mir einfallen lassen habe. Eine Sache kann ich euch schon zeigen. Ich habe hier so ein Gitter gekauft für Teller, dass ich mehr Teller übereinander stapeln kann. Genau, das ist ein Gadget. Ansonsten habe ich hier eine Besteckschublade. Also das graue Ding gab es nicht dazu. Das habe ich auch noch gekauft. Oder dazu komme ich noch, was inkludiert war, was man extra kaufen musste. Genau. Hallöchen, meine Lieben. Ich hatte gefühlt, da muss ich die Klappe einmachen. Ich hatte gefühlt, glaube ich, eine Woche lang nicht mehr die Kamera in der Hand. Also ich habe zwischendurch den Haul gedreht. Aber als ich das letzte Mal den Vlog, also eben die Szene ist, glaube ich, eine Woche her oder so. Genau, ich hatte zwischendurch so viel andere Sachen zu tun, arbeiten, auch hier in der Wohnung und so. Und ich wollte euch eigentlich die Küche dann komplett fertig zeigen, wie mit meinen ganzen Gadgets und etc. pp. Und auch die Meinung noch zu der Küche sagen. Das mache ich auch noch in diesem Vlog und zeige euch auch nochmal die komplett fertige Küche. Und ihre Mankos, ja, die sind nämlich auch da. Ich gucke jetzt die ganze Zeit auf den Bildschirm, man muss ja da reingucken. Habe ich wieder vergessen. Zu lange nicht mehr geredet in die Kamera. Ja, was soll ich erzählen? Ich fahre gleich noch zu DM und hole mir ein Augenbrauen-Farb-Färbekit von Zaios. Das teste ich aber im nächsten Vlog hier. Das seht ihr dann da. Weil ich mag das schon, ich male die sonst immer, wenn ich mich schminke. Und wenn ich ungeschminkt bin, dann sind die schon relativ hell. Und dann würden die ein bisschen Kontur bekommen, wenn ich die nicht schminke. Ansonsten kann ich euch mal was zeigen. Ich bin dezent eskaliert bei Purelay. meine Mahina Club Bestellung kam an. Also ich habe mich ja für den Mahina Club angemeldet. Die kam an und dann gab es am Sonntag die Valentinstagskollektion. Und davon einen Teil trage ich schon heute. Und zwar das Rosé-Goldene Set. Das ist einmal die Kette mit dem großen Herz und dann hier so eine kleinere. Da steht dann Love. Und dazu die passenden Ohrringe in Rosé-Gold, auch mit Love. Genau, und dann habe ich mir noch ein goldenes Kettenset geholt. Und ja, genau, die Mahina Club Bestellung. Ja, bin dezent eskaliert. Kann ich euch auch mal gleich kurz zeigen. Und
Achso, in der Wohnung hat sich auch ein bisschen was getan. Noch nicht so viel im Wohnzimmer. Ist immer noch alles beim Alten. Aber im Flur hat sich einiges getan. Das Ankleidezimmer gehe ich jetzt am Wochenende an. Da nehme ich euch dann auch mit im nächsten Vlog. In diesem Vlog, wie gesagt, zeige ich euch noch die Küche und gebe euch kurz mein Fazit zur Respekta-Küche von Lidl. Ob ich sie wieder kaufen würde oder nicht. Ja, aber ich zeige es euch erstmal. Ja, so los geht's mit meiner kleinen Küchentour. Die ist ja nicht so groß, die Küche. Also, genau. Erstmal, was ich mir noch gekauft habe, ist hier so ein Nischenwagen. Den kann man dann hier so rausziehen. Das ist immer doof, ein bisschen mit der Fliese da unten. Aber, ja, den kann man dann so rausziehen und dann hat man hier noch drei Etagen zum Vollpacken. Hier oben ist ein bisschen voll. Aber sehr, sehr praktisch, wenn man so kleine Ecken hat. Ich habe auch so was Ähnliches im Bad, neben der Waschmaschine. Hier unten sind noch so Schubladen. Genau. Also sehr praktisch dieser Nischenwagen. Ja, dann kommen wir zu meinem Apothekerschrank. Der hat ein bisschen Probleme gemacht, weil die Tür nicht ganz dran gegangen ist. Ja, ein kleiner Problem beim Aufbau, aber auch nach dem kleinen Fehler vom Aufbauen her ist es immer noch nicht komplett geschlossen. Deswegen habe ich hier unten jetzt so Magnete dran gebaut, dran geklebt. Das sind so Kindersicherungsmagnete eigentlich. Und damit schließt er jetzt perfekt. Unten genau dasselbe Spiel. Ja, und dann seht ihr hier, man könnte meinen, ich mache für Just Spices Werbung, aber das ist mein Adventskalender gewesen. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich den Just Spices Adventskalender hatte. Deswegen das Gewürzregal habe ich mir gekauft. Das klebt an den Fliesen auch ganz praktisch. Da muss man nichts bohren. Ja, SodaStream, mein Brita-Filter. Hier habe ich noch das Edelstahlschutz und Pflege. Das ist total gut. Das habe ich jetzt bei der Dunstabzugshaube benutzt. Und oben habe ich noch ein Stück freigelassen. Ihr seht das da oben. Das Stück, das ist auch nicht mit dem Zeug eingeschmiert. Ich wollte euch den Unterschied mal zeigen. Und ich muss die Leiter holen, um da oben dran zu kommen. Aber das soll sozusagen vor Fingerabdrücken schützen. Kann man natürlich auch dann da benutzen oder auch am Kühlschrank. Also kann ich sehr empfehlen, dieses Zeug. Ja, dann seht ihr hier mein Herd. Ach übrigens, es war alles, also an Geräten und an Möbeln bei der Respekta-Küche von Lidl enthalten, außer die Armatur. Also der Wasserhahn war nicht dabei, den hatte ich aber noch von der alten Küche von meinem Freund. Und ja, so hat er jetzt seinen Platz gefunden. Ansonsten war alles dabei, also Herd, Backofen, Spülmaschine und Dunstabzugshaube. Der Kühlschrank war mir vorher schon da. Genau, also kommen wir zum Ceranfeld und zum Backofen. Es funktioniert alles top, was nur, das war wahrscheinlich ein Aufbauproblem, ich weiß es nicht, aber das Kabel zwischen Ceranfeld und Backofen war etwas kurz, sagen wir es mal so. Also haben sie ein bisschen kurz gemacht und so hat es nicht zusammengepasst, wenn man das Ceranfeld richtig rum aufgebaut hätte. Ja, jetzt ist mein Ceranfeld andersherum. Das heißt, man muss ein bisschen umdenken, wenn man hier die Knöpfe einschaltet. Das heißt, ihr guckt mal, ihr seht jetzt hier oben links, sollte das eigentlich angehen und dann geht es hier aber hier unten an. Ne? Ist nicht ideal, aber ne? Es funktioniert, es kocht und das ist die Hauptsache. Im Backofen habe ich auch schon einiges gebacken, funktioniert super. Ja, die Dunstabzugshaube hat halt keinen Abzug raus, aber sie tut was sie tun soll. Dann habe ich mir hier so, hier sieht man es nicht so gut, hier sind meine ganzen Tassen und so. Das zeige ich euch gleich im anderen Schrank, was ich mir noch einfallen lassen habe, um den Platz besser zu nutzen. Dann habe ich mir jetzt hier sowas zum Aufkleben auch gekauft für die Vorleger, für die Sachen, die ich oft nutze, weil ich ja nur noch eine Schublade habe für sowas. Ich hatte ja früher so viele Schubladen in der alten Küche und jetzt habe ich nur noch hier die und in der anderen Schublade ist halt mein Besteck. Achso, das musste ich auch noch dazu kaufen. Das gab es auch nicht dabei. Genau. Ja, dann hier auch noch ein paar Vorleger. Das ist mein Biomüll. Sehr, sehr praktisch.
schon ganz schön teuer, muss ich sagen, bei Amazon. Aber ich finde ihn super praktisch. Man, es riecht nicht, weil hier ein Aktivkohlefilter drin ist. Und sehr praktisch hier auf der Arbeitsfläche kann man direkt immer alles nach dem Schnibbeln reinschmeißen. Genau, Thermomix, Wasserkocher, das, was ich so brauche an Geräten, steht hier. Dann, ja, mein neuer Messerblock. Ich wollte mir eh einen neuen kaufen, da gab es den im Kaufland im Angebot. Richtig cool. Das glitzert so schön. Ja, und dann habe ich mir hier noch eine Alexa Show gekauft. Für Musik, für Netflix gucken beim Kochen, weil ich es hier schon sehr leise finde und ich mag das gar nicht. Ich hatte ja früher in der anderen Küche, war das ja im Wohnzimmer im Prinzip. Und ja, da konnte man dann meine Fernseher laufen lassen. Hier bin ich dann immer so ein bisschen. Ich mag es nicht, wenn es ruhig ist, deswegen habe ich mir jetzt die hier zugelegt. Und jetzt zeige ich euch noch hier die Sachen, die ich mir noch gekauft habe zum Organisieren. Und zwar einmal hier diese Tellerhalter, damit man mehrere Teller übereinander stapeln kann. Das gab es bei Amazon, auch finde ich relativ teuer, aber als günstige Alternative gibt es hier die Dinger bei IKEA. Da kostet ein so ein Ding 4 Euro. Und ihr seht das hier und auch hier. Jetzt muss ich meine ganzen Schränke zeigen. Also es ist noch nicht super aufgeräumt, aber ihr seht, dass man dann halt mehrere Sachen, das ganze Thermomix-Zeug, übereinander stapeln kann und so mehr Platz rausholen kann in so hohen Schränken. Finde ich super, finde ich eine super günstige Alternative. Und hier gibt's, die gibt es nochmal in dünn. Seht ihr da hinten? Da habe ich die Gläser dann noch oben drauf gestapelt. Ich überlege mir hier auch noch so ein Ding, so ein dünnes Ding dran zu machen. Also muss man halt bestellen, ne, bei IKEA. Sonst würde ich jetzt einfach hinfahren und es mir holen. So, und dann kommen wir zur Spüle. Genau, die war wie gesagt dabei, außer die Armatur. Ja, dann habe ich mir hier noch sowas gekauft. Das ist, jetzt kann ich endlich meinen Kühlschrank nutzen, die magnetische Seite, weil die habe ich vorher nie genutzt, weil die gegen die Wand stand. Jetzt habe ich mir hier sowas gekauft. Das ist magnetisch, sehr praktisch und spart den Platz auf der Arbeitsfläche für die Küchenrolle. Ja, Spülmaschine. Ist jetzt nicht sauber, nicht spektakulär, aber sie funktioniert auch. Macht sauber und hier ist noch so ein, hier habe ich mir jetzt extra so einen Mülleimer gekauft zum Aufdrehen. Ich hatte vorher andere Mülleimer, die frei im Raum standen. Aber ich zeige euch gleich den Rest der Küche und dann ist jetzt nicht mehr so viel Platz für Mülleimer. Deswegen hier den zum Drehen für Restmüll, sehr praktisch. Gab es bei Roller für 20 Euro. Ja, und dann halt der Kühlschrank. Dann habe ich hier meinen Kalender und dann habe ich mir hier so ein Regal gekauft. Der Hocker gehört hier nicht hin. Ich muss nur eben auf die Dunstabzugshaube klettern, um sauber zu machen. Also ihr seht hier ein Regal, das wollte ich halt für die großen Geräte haben. Toaster, Kaffeemaschine, Heißluftfritteuse, Mikrowelle und da unten sind noch ein paar Bücher. Ja, und dann hier hinter findet ihr die Mülltonnen. Nicht so spektakulär. Und die sind halt sehr Platz wegnehmen, weil die sehr breit sind, aber nicht sehr hoch. Die werde ich irgendwann auch noch austauschen gegen dünnere und die höher sind. Genau, die finde ich jetzt ein bisschen unpraktisch. Habe ich aber auch schon jahrelang von IKEA. Können mal ausgetauscht werden. Ja, hier seht ihr noch einen Karton mit Putzmittel. Ja, ich habe so viel Putzmittel. Ich habe jetzt ein Putzmittelkaufverbot, weil ich habe keinen Platz mehr. Da steht Putzmittel. Die ganze Schublade im Bad ist voller Putzmittel. Also ja, ich habe erstmal genug Putzmittel. Ja, das war mein kleiner Rundgang durch die Küche. Und ja, meine Meinung dazu sage ich euch jetzt. Ich verkrümel mich mal auf die Couch. Ja, ich sehe ein bisschen anders aus als eben. Es ist nämlich ein anderer Tag. Ich habe es nämlich dann nicht mehr geschafft, euch die Küche zu zeigen. Ja, genau, das war meine Küche. Jetzt muss man den Arm wechseln, das wird schwer. Ja, was soll ich sagen? Die Küche hat ihre Mankos. Sie ist nicht perfekt. Man muss dazu sagen, mein Onkel und mein Vater haben sie ja aufgebaut. Die sind keine Küchenaufbauprofis. Die haben halt jahrelang Erfahrung mit Anschlüssen und Sachen aufbauen. Die Schränke aufzubauen war auch echt am Anfang echt schwierig. Also meine Freundin war ja hier und wir haben angefangen aufzubauen und für den ersten Schrank haben wir 2,5 Stunden gebraucht, weil die Anleitung sehr, sehr schwierig war. Aber sobald man mal die Anleitung verstanden hat, war es gar nicht mehr so schwer, die Schränke aufzubauen. Aber es sind trotzdem alle Schrauben waren auf einmal. Also es ist nicht so, wie man das von IKEA kennt. Man muss da ein bisschen mitdenken bei der Anleitung. Also nicht ganz so einfach, die Küche aufzubauen. Ja, und dann kam dazu, wie gesagt, dass mein Vater und mein Onkel nicht professionelle Küchenaufbauer sind.
Mein Onkel hat zum Beispiel noch nie eine Spülmaschinentür eingebaut und da gab es irgendwie auch ein bisschen Probleme. Ja, also alles nicht so perfekt gelaufen, aber ich finde sie wirklich optisch sehr schick. Ich finde, es funktioniert alles. Ich kann drin kochen. Wie gesagt, ich finde sie auch sehr hübsch von der Optik her. Vielleicht, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hätte und jemanden engagiert hätte zum Aufbauen, wäre es vielleicht perfekt geworden. Und dann hätte man gar nicht direkt, also wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man, dass es eine günstige Küche ist. Aber wenn sie jemand perfekt aufgebaut hätte, dann muss ich sagen, hätte ich, glaube ich, nicht gesehen, dass es keine, also keine günstige Küche ist. Also sie sieht wirklich allem, wenn man so von draußen reinguckt, schon sehr hochwertig aus. Wie gesagt, wenn man näher reinguckt in die Schränke oder wie was aufgebaut wurde, sieht man halt ihre Mankos. Aber ich wollte jetzt hier auch nicht so viel Geld ausgeben für eine Küche, weil ich nicht weiß, wie lange ich hier wohnen werde im Endeffekt. 1, 2 Jahre, 3, ich weiß es wirklich nicht, weil ich weiß nicht, wie die Situation sich mit meinem Freund ändert. Also nicht, dass wir uns trennen. Weiß nicht, vielleicht ziehen wir wieder zusammen, ich in die Schweiz oder keine Ahnung, oder näher aneinander. Wir wissen noch nicht, wie das in der Zukunft laufen wird, wie sich das verändert. Wir reden ja auch schon über Kinderplanung in den nächsten Jahren. Also ich werde ja nächstes Jahr schon 30, ne? Und wie gesagt, da müssen wir mal gucken, wie sich das in den nächsten Monaten, Jahren entwickelt. Aber das Ziel ist es ja nicht, jetzt hier 5 Jahre zu wohnen, weil wenn ich wirklich hier wüsste, okay, ich bleibe jetzt hier die nächsten 5 Jahre wohnen, dann hätte ich auch wahrscheinlich in eine teure Küche investiert. Aber da sah ich jetzt nicht den Grund drin. Deswegen die Küche und ich muss sagen, also alles in allem bin ich schon sehr zufrieden. Es hat noch ein bisschen, also man musste noch Sachen dazu kaufen, wie zum Beispiel ein Herdanschlusskabel, ein Siphon musste man dazu kaufen, also auf alles so für die Anschlüsse, das war natürlich nicht mit dabei. Die Besteckeinlage, meine ganzen Gadgets für die Kücheneinräumsachen habe ich ja natürlich auch noch gekauft. Also es kam noch ein bisschen was dazu, wo ich noch mehr investieren musste. Aber ja, wie gesagt, ich bin schon zufrieden für das, was sie ist. Und ja, das war so das Statement zu meiner Küche. Ich wollte euch ja noch den Schmuck zeigen. Also ich trage heute erstmal das andere Valentinstags-Set von Pure Lay. Das Goldene, wovon ich euch erzählt habe, ist mein Ausschnitt. Das ist ja hier schon. Gleich werde ich gesperrt von YouTube. Also, genau, das ist das Set. Einmal mit den kleinen Herzchen. Und einmal hier mit dem Schloss. Ich finde, ach, ich liebe meine Kamera, die fokussiert so super. Ja. Genau, und dann habe ich mir noch, also das roségoldene Set habt ihr ja gesehen. Übrigens muss ich euch im nächsten Video, kann ich euch schon mal versprechen, da gibt es eine. Jetzt scheint ja die Sonne. Ihr seht schon ein bisschen im Hintergrund mein Wohnzimmer. Aber mein Wohnzimmer nimmt langsam Gestalt an. Aber im nächsten Video gebe ich euch dann eine Tour durchs Wohnzimmer und auch durchs Ankleidezimmer. Das muss ich nämlich heute angehen. Aber ja, ich wollte euch noch zeigen, den. Habe ich euch den Mahina Club? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Ich habe euch nicht den Mahina Club. Ich habe euch nur das rosane Set gezeigt, ne? Also, das war das Set vom Mahina Club. Wenn man die Sonne sieht man das, ja. Also es ist ein Armband und eine Kette und da ist so eine Bucht drauf gemalt in Silber. Wie gesagt, nächsten Monat habe ich mir Roségold bestellt. Jetzt muss ich mal schauen. Das Set habe ich euch gezeigt. Hier liegt alles, das muss ich auch gleich alles wegräumen. Ja, dann nur noch die einen Ohrringe fehlen noch, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Die wollte ich schon echt lange haben und die waren immer ausverkauft. Ich habe daran ganz lange nachgeguckt und jeden Tag waren sie ausverkauft. Ich muss sie gerade aus dem Beutel holen. Genau, das sind hier diese Ohrringe. So Kreolen in Roségold. Ich bin ja so ein Roségold-Fan, ne? Genau, und die habe ich mir noch geholt. Die passen jetzt aber nicht dazu, weil ich ja Gold trage. Ja, die ganzen Sachen habe ich mir bei Pure Lay bestellt. Wie gesagt, wenn es etwas eskaliert. Im nächsten Vlog kann ich euch schon mal versprechen: Wohnzimmertour. Tour. Und Ankleidezimmer und ich färbe mir mein erstes Mal meine Augenbrauen selbst. Da habe ich mir so ein Kit gekauft und das wollte ich euch dann im nächsten Vlog auch noch zeigen. Also, wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich bald wieder. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog und gerne unten kommentieren, wie ihr die Küche findet.